Diesmal im Alltagstest. Das 911 Cabrio 4S mit 450 PS und einer idealen sportlichen Eleganz. Die 911er Baureihe ist bei Porsche extrem breit aufgestellt. So breit, dass für jeden etwas dabei ist. Oder sogar zu viel zur Auswahl steht? Vielleicht. Wir entscheiden uns passend zur Jahreszeit für das im Frühjahr 2019 erstmals vorgestellte Cabrio der 911er Baureihe mit dem Code 992. Die Allradmodelle und die stärkeren 4S überzeugen mit ausreichender Performance, ohne so hart und teuer zu sein wie die ausgewiesenen Top-Sportler namens GT3. Trotzdem stellt sich oft die Frage, ob es denn wirklich ein Cabrio sein sollte. Denn damit ist der Käufer wieder in der Kategorie der Schönwetter- und Hausfrauencruiser, was wiederum am Aspekt der Sportlichkeit und der Renntauglichkeit nagt. Ja, das mag alles sein, aber alles in allem ist das 911 4S Cabrio der ideale Kompromiss zwischen all diesen Dimensionen. Zwischen Preis-Leistung und Sportlichkeit und Eleganz. Das Fahrzeug kann eine ganze Menge und für das Cruisen mit der Dame des Herzens oder für den Besuch der Oper ist er trotzdem geeignet. Dieses Fahrzeug ist ein hervorragendes Fahrzeug. Er ist technisch sehr gut gemacht, aber dass dieses Fahrzeug immerhin über 170.000 Euro kostet hier als Testwagen, ist natürlich schon enorm und dafür muss er etwas bringen. Aber was ist das Frappierendste? Was ist das, was am auffälligsten ist? Wir haben das Coupé vorgestellt und zwar auf der Rennstrecke in Valencia. Und dort sind wir sehr begeistert gewesen, gerade von der Perfektion, vom Einlenken, von den technischen Fähigkeiten. Und ist dieses Fahrzeug das gleiche? Eigentlich ja, aber eigentlich doch nicht. Und was ist der Grund? Dieses Fahrzeug hat auf der Rennstrecke einen völlig anderen Charakter als im Straßenverkehr. Das, was mir auf der Rennstrecke gefallen hat, dieses perfekte Einlenken, dieses wenige Kippen, diese absolute Neutralität, das Rollen über die Hinterachse, das sind alles Dimensionen, die man im Straßenverkehr nie erfährt, weil man nie in diesen Bereichen fährt. Das heißt, man hat mit diesem Porsche 911 eigentlich zwei Fahrzeuge. Und man hat natürlich mit dem Cabrio sogar noch ein bisschen mehr. Er könnte nämlich alles, was das Coupé auch kann, aber gleichzeitig ist dieses Fahrzeug etwas Besonderes im Bereich der Haptik. Man fährt mit diesem Fahrzeug, man cruist, selbst wenn man sehr langsam fährt, und man hat immer das Gefühl, etwas ganz Besonderes, etwas ganz Hochwertiges in den Händen zu halten. Und das können nur die allerwenigsten Fahrzeuge, die Konkurrenz, heute kaum noch. Zusammenfassend kann man sagen, dass auch das neue 911 Cabriolet der Generation 992 wieder ein Riesenschritt vorwärts ist und auch dieses Fahrzeug wird in die Legenden der 911er eingehen. Das Cabrio wird mit Hinterachsenantrieb im Carrera S und Allradantrieb im Carrera 4S angeboten. Das neu konstruierte, schneller arbeitende 8-Gang-Doppelkupplungsgetriebe erlaubt eine größere Spreizung, sodass die Höchstgeschwindigkeit von 306 km/h im 6. Gang erreicht und der 8. Gang quasi zu einem Overdrive wird. Im Cabriolet steckt der gleiche Motor wie im Coupé, der überarbeitete 6-Zylinder in Boxeranordnung im Heck mit knapp 3 Litern Hubraum und 450 PS und 530 Newtonmetern maximalen Drehmoment. Das reicht mit dem Sport Plus Paket für einen Sport von 0 auf 100 in 3,4 Sekunden. Der neue schafft den Sprint somit noch etwas schneller. Mit seiner Höchstgeschwindigkeit von 306 Stundenkilometern gehört also auch das Cabrio in den elitären 300er Club. Dieses 4S Cabrio ist nicht nur schneller als sein Vorgänger, es verbraucht nach NEFZ auch weniger. Im Schnitt knapp über 10 Liter auf 100 Kilometer, was aber die Käufer kaum interessieren dürfte. Das Fahrwerk? Die 20 Zoll Räder vorn und die 21 Zöller hinten bringen nicht nur Optik. Die breiten Reifen verhindern ein Schieben über die Vorderräder und in Verbindung mit der breiteren Spur auch bessere Werte für die Querbeschleunigung. In Summe, das Cabrio fährt sich wie das Coupé. Mit Gelassenheit, Genauigkeit und hohen Kurvengeschwindigkeiten bietet es dennoch den Komfort, der den 911er alltagstauglich erscheinen lässt. Die Geschichte über ein Cabriolet zum bereits bekannten neuen Sportwagen Porsche 911 beginnt natürlich mit dem Dach.
Zumal auch das, wie der 911er selbst, schneller geworden ist. 12 Sekunden dauert es bis zur automobilen Freiheit. Leichter geworden ist es auch noch und so gut gedämmt, dass Fahrer und Beifahrer von keinem extra Geräusch daran erinnert werden, dass sie in einem geschlossenen Cabriolet sitzen. Das Dach folgt im geschlossenen Zustand genau der Silhouette des Coupés. Legt es sich inklusive der beheizbaren Heckscheibe nach hinten ab, bleibt ein wohlgeformter Rücken, der dem Cabrio einen Hauch von Speedster verpasst. Das elektrische Windschott braucht nur 2 weitere Sekunden, um Fahrtwind und Geräusch zu bändigen. Jedem 911er Coupé wohnt von der ersten Zeichnung an auch das Cabriolet inne. Die Änderungen an der bullig breiten Karosserie und den großen Rädern mit Mischbereifung beschränken sich also aufs Dach und auf Dinge, die unter der sportlichen Haut im Verborgenen für mehr Steifigkeit und einen besseren Überrollschutz sorgen. Das Mehrgewicht neuer und schwerer Ausstattung konnten die Karosseriebauer mit Leichtbaumaßnahmen ausgleichen. Der Rohbau besteht nur noch zu 30% aus Stahl, der Rest aus Aluminium. Gerade im Sportwagenbereich findet man selten einen Innenraum, der im Detail optisch und haptisch so sorgfältig gestaltet wirkt. Das Fazit ist eigentlich ganz einfach. Das neue Porsche 911 4S Cabrio schafft als einziger seiner Art beeindruckend den Spagat zwischen Fahrleistung, Reisekomfort und Eleganz. Egal ob zum Brötchen holen oder zur sportlichen Ausfahrt oder beim Cruisen auf den Boulevards. Es macht immer eine gute Figur.